Herzlich willkommen zurück zu Super Mario 3, Super Mario Bros. Deluxe derzeit. Im letzten Part hatte uns Bowser ja hier auf seine Festung entführt. Fliegende Festung. Wo wir jetzt hier gegen Bowser antreten müssen, erstmals in diesem Spiel. Außer planmäßig, nein, eigentlich hätten wir in den Dschungel gemüsst. Sie ist ja behindert hier. Mal sehen, wie lustig bzw. nicht lustig unser kleines Abenteuer hier jetzt noch wird. Ach Gott, da geht's ja gar nicht raus. Ich dachte, da wird's weitergehen. Ich habe einen Balken das nicht gesehen, der da das so. Okay, das war ein Fail. Nächster Versuch, sitzt ja eh noch hier Mops hier, also. Das ist eins von eher hartnäckigeren Level, glaube ich. Wo es definitiv froh bin, dass es Mobs hier gibt. Ist so als Noob. Den Something Runs. Ich glaube, sowas kann man nur meistern, wenn man eh vorne dran ist. Komm. Ich glaube wieder, dass wir das alles vor oder später gegen Bowser auch kämpfen müssen. War keine Ahnung. Also ich würde es einfach mal vermuten. Ah, jetzt war die Mitreflex, sehr angenehm. Ja, und ich glaube, dieses Beta gegen Bowser kämpfen müssen. Oh, jetzt geht's hier mal unter Wasser. Auch mal interessant. Hilfe. Ja moin, danke fürs Öffnen. Alter, die Dinger sind ja richtig creepy hier mit den Händen. So. Letzte Part war ein bisschen verwirrend, fand ich so mit dem Buhu-Star. Allen drum und dran, all die Buhu-Level mache ich überhaupt nicht so. Keine Ahnung. Also die gehen gar nicht. Mich haben mehr gefragt, wie ich das eigentlich so mache mit den Off-Topic-Themen, was da wie auf eine Idee kommen war, nicht was anspresse. Vereinfacht gesagt, es ist immer unterschiedlich. Wenn ich gerade irgendwelche Ideen habe vom Part, presse ich dann mal Off-Topic-Themen an. Ansonsten auch mal nichts. Was muss man hier eigentlich machen? Ah, so geht das, okay. Man müsste irgendwie so explodieren lassen, dass sie auf das Ding drauf gehen. Was nicht einfach ist. Was mir ohne Mopsy S sich einfach vorstelle. Ach, man muss nur in die Nähe ziehen und dann soll der explodieren. Jetzt kapiere ich, wie das geht. Ja, das ist eigentlich erst nicht so schwer. Muss man vermutlich einfach nur dreimal machen und dann passt der ganze Spaß. Sie ist jetzt eigentlich eskalierende Schwierigkeit. Ja moin. Ja. War ja nicht das sondern was wäre. Yay! Ja, man hat das Mini-Level hier, das wissen du es auch gemacht. Oh, da ist er wieder. Und da werde ich mal höflich.
von Bord gekickt. Sehr Bowser Junior. Mit dir haben aber dann wohl noch mal was zurückrüpfen hier früher oder später. Es ist nur unter dieses Wasser. Das sind auch so restliche Erzlevel, wo mir mein Dude hier auch nicht wirklich weiterhilft. Also von denen habe ich Respekt. Aber erstmal schauen, wie diese Welt wird. Limonadenzungel. Ja, doch, da waren so richtig ärztliche Stellen. Ich erinnere mich da am Speedrun noch dran. Wir sind relativ weit. Tatsächlich schon. Aber da gab es halt auch so richtig ärztliche Stellen, die man lieber meiden sollte. So. Ja, hier ist entweder alles sehr groß oder wir sind sehr klein. Wir wollen aus dem Großen, wir zwei kleine Bowser. Ich glaube, alles andere rasiert. Ba, 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 ba. Na moin. Daraus wird jetzt noch so Mini-Bowser. Ich hätte falls die Richtung losgelassen aus Versehen. Egal, dann lassen wir Starcoin mal Starcoin sein. Und das Sortiere ist Luck. Hihi. Runterfallen kann es immer noch und ihr wisst, wie ich mich was hab, nur ans Anstelle. Da ist das. Siehe hier. Leider gar nicht mal so ein Wasser in ist. Schieß. Nächster Versuch ist ab hier. So sehr ist es nicht. Finde aber auch cool, die Vögel, die man beispielsweise im Hintergrund zwitschern hört. Alles sehr cool gemacht. Oh, und hier ist schon das Ziel. Ja, ging auch voll das Level hier. Wie gesagt, ich sammle auch keine Starcoins, wenn ich den BNB nicht mal weglaufen. Also ich bin nicht so ein Typ, der jetzt sagt, ich brauche 100%, ich brauche alle Starcoins. Nochmal. Das ist gewiss kein perfektes Let's Play, wie es ein Nintendo zum Beispiel macht. Ich spiele es halt so, wie es mir Spaß macht, das, was es machen muss, das mache ich und solange irgendwann ein Abspann kommt, bin ich zufrieden, ne? Vereinfacht gesagt. Okay, ich muss aufpassen, das ist alles klar. Nö, ich habe das komplett aus dem Auge verloren. Ach, mein Dick durcheinander gewesen. Aber immerhin eins habe ich bekommen. Immerhin etwas. Ja, also ab einem Moment habe ich die fast beide komplett auseinander verloren. Deshalb war das jetzt. Ja, a little bit, well, let's say, suboptimal. Aber schalt, so ist er schalt. So. Gut, haben wir dieses Item gespeichert? Achso. Dann trenne ich mich von dem hier nochmal. J.
Jo, einfach, dass du es selber ersetzen. Ah, wir sind mal Soundtrack auch mal drauf. Warte mal ganz kurz. Oh, besser. Einfach davon dran, dann geht's leichter. Was haben wir hier? Wegen der Anzunge 2. Und hier 3. Machen wir also erst 2 und dann 3. So sieht's aus. Wenn man in der chronologisch korrekten Reihenfolge schlicht ist, bleiben. Ach, hier ist nochmal alles Miniaturmäßig. Und auch ätzend wegen, oh Gott, hier muss ich erst aufpassen, Alter. Der hier muss es erst aufpassen. Weil hier nutzt mir mein Limbo-Dings hier auch nicht viel. Limbo-Bimbo-Dings, ganz genau da, Arbeit. Machen wir auch alle immer. Ich habe keine Ahnung, wie man das da irgendwie gut gegensteuern kann. Oder ob das überhaupt möglich ist. Alter, das Level ist ja richtig, richtig ätzend da. Nee, ja, das ist auf eine ganz andere Art und Weise ätzend. Wisst was? Ich mache so erstmal das Dreier hier, weil das braucht man, um irgendwo weiterzukommen. Ja, so ist meine Logik. Ich gehe einfach alles, wirklich allem wirklich Ätzend aus dem Weg. An das Level erinnert mich auch noch aus der Originalversion von der Wii U tatsächlich. Das ist einfach sowas, daran erinnert man sich, lel. Allerdings erinnert man es da nicht unbedingt 100% dran. Da bitte auch nicht wundern, falls dann doch irgendwo mal fällen. Soul. Thema, ich mich an genau sowas nicht mehr erinnere. Das war gerade verdammt tierisch knapp. Oh Leute, hierfür muss man einfach klein sein. Da gehen wir halt unten lang. Hilft da alles nix. Und dann warte, der Weg da ins Hus steht hier. Ja moin, das ist wiederum sehr einfach. Aber allein wie ich die Fahne jetzt wieder, ey, ich bin der erste größte Noob der Welt. Aber das ist nochmal, das ist wirklich ein Noob-Let's Play. Ein grinziges, behindertes Noob-Let's Play. Kann ich nicht auch genug wiederholen, scheiße, ey. Aber wir sprechen über Themen und haben Spaß und das ist die Hauptsache, ne? Und der Part hier heißt tatsächlich, ich werde den Limonadenzungel nennen, wenn ich dran denke. Oh, hier haben wir schon das erste Castle. Geh mal direkt hier rein. Und so mal, was wird. Es wird Wellerzähl mehr. Muss sagen, lieber so große als so kleine Blöcke. Ach, alles klar, das war diese behinderte Scheiße hier. Und zwar wirklich behinderte Scheiße. Aber kann von nichts geredet werden. Was soll es in Castle-Leveln auch mehr als nur sinnvoll? Ach, aber die tun mir auch unangenehm weh. Gut. Sit. Darf hier nicht so oft geputzt werden von den Dingern. Oh nein! Der wäre mit der Fleck runtergekommen. Gut, da kann ich mal nicht zurückgehen.
Was hätte? Hashtag. Wie? Ja, und genau das ist eben jetzt hier so ein Verhängnis, weil das Horst da nicht perfekt mitgenommen habe. War ja klar, dass so ein Let's Call It Satz mit X passieren musste. War mir so hart klar. Ja, mal was soll's, fällt's passieren. Aber das war trotzdem, das ist nicht so unnötig und so ärgerlich. Das haben die so hart mit Absicht gemacht, diese kleinen Nintendo-Leute hier. Sie setzen es jetzt dort und lachen sie es hier den Huckel voll. Denken so, ha, wir haben uns das Bier verhaust. Hashtag, wie aus Ausl. So. Hashtag, let's always be on the point. Aua. Das hat es doch beim ersten Mal so gut gemacht hier. Und wie sie jetzt habe, ist das nicht gleich mitgekommen. Jetzt möchte ich noch an 500.000 ist. Das ist ja ärgerlich hier. Dann Part Ärger im Limonadenzungel. David denkt dran, diesen Part Ärger im Limonadenzungel zu nennen. Jetzt bekommst du hin. Hoffe ich zumindest. Junge! Was mache ich jetzt hier für behinderte Sache? Das habe ich doch vorhin richtig gemacht. Oh, ich komme jetzt wieder so richtig ein. Ist aufregend. Es ist Mopsy, der einfachste Charakter ins Spiel. Und nicht mal damit heißt es hier irgendwas. Also, ich habe es keine Begabung. Wieso mache ich eigentlich Let's Plays? Kann man es mal erklären? Wieso mache ich Let's Plays, obwohl ich sogar einen Baum besser spielen könnte als ich? Ich bin mit der ungeeignetesten Gamer der Welt. Trotzdem mache ich Let's Plays. Und. Frag mich, wieso mache ich das eigentlich? Und diese Frage stellt verdammt mal auch gerechterweise. Und kann sie mir selbst aber irgendwie nicht beantworten. Oh nein. Wie habe ich das hier beim ersten Mal eigentlich von 3 hochgeschafft? Jetzt habe ich so behinderte Probleme damit, nur weil ich die eine Sache mit Verflecken eine Sekunde nicht erreicht habe. Diese behinderte Scheiße hier. Nee, das ärgert mich jetzt wirklich. Das triggert mich jetzt. Da bin ich mir jetzt wirklich selbst eine Klatschen von meiner eigenen. Das ist eine Dummheit. Ja, das ist wirklich erst nicht toll. Man muss hier erst so lange drauf kommen, solange es noch geht. Zusätzlich habe ich eigentlich auch gehört und dann wäre der Saft gut gewesen. Aber ja, so intelligent bin ich natürlich nicht. Wieso denn auch? Wenigstens verreck es an Dingern nicht, aber ein bisschen ätzend sind die dann auch zu mir. Ist aber auch gut, wenn ich gar keinen Biss hätte, wäre es ja viel so langweilig. Ja, trotzdem tun mich die Dinger schon ordentlich jedes Mal. Und ich höre mein armes Ding hier schreien. Also der Charakter meint ein armes Ding. Nicht das, was ihr jetzt vielleicht wieder denkt, was ich denke. Aber ich hoffe nicht, dass ihr das denkt, was ich denke, weil es ungesund. Wait. Stopp.
wie lange soll das hier noch so behindert weitergehen? Shit. Ja, hier sehen wir nicht mal lang. Also ein offiziell. Let's go rein hier! So. Ja, diesen Kloputzer hier. Ja, Pierre, das ist wieder einfach, den also rüberzuhauen. Diese Stellen hier sind erst einfach. So, aber ins Pilzhaus gehen wir jetzt in dem Part noch hier. Dann haben wir nämlich den Part damit noch was Gutes gemacht. Achso, das Ding wird auf einmal groß. Ist jetzt auch nicht so die krasseste Geschichte. Muss man halt nur dreimal draufhauen. Ach, das ist ja richtig. Digga! Der war halt. Das ist ja so scheiße. Die klarste Idee, alles Mobs hier durchzuspielen. In manchen Stellen gut. In manchen Stellen aber auch hardcore easy. Aber wir speichern erstmal. So. Und dann gehen wir zum. Schönen. Tothaus. Oder über ein Abhaus. Und machen das Spiel und schauen, ob wir hier mehr Glück haben werden. Wir werden es sehen. Ich wollte es mal nicht drauf wetten, ne? Fuck, ob wir Glück haben, wo man gerade steht und ob da gerade was Gutes voran dran kommt oder nichts. Ich glaube, es hat leider ist mehr ist das der ist gut, oder? Ah! Aber sowas haben wir jetzt fast wirklich immer Pass hier. Und da hat man einfach auch keinen Einfluss drauf, ob der jetzt gute sind oder das lässt die dann langfliegen. Und das ist. Das ist. Nicht so das war's dann vielleicht. Und jetzt geht's hier, oh, ist schon in den tieferen Wald rein. Oh nein! Ist wieder ein Buhu-Level. Oh. Mit diesem Krampf. Ich freue mich, dass ich noch richtig drauf. Geht's im nächsten Part weiter. Macht's gut, bis dahin.